Die Kulturstiftung Mastorf hatte am Wochenende 14. und 15. August zu den diesjährigen Gitarrentagen auf Schloss Sitten eingeladen. Die Resonanz war wieder einmal groß. Sehr schnell waren die Plätze im Saal des Torhauses ausverkauft. Ein ansprechendes Programm sorgte für feinste Unterhaltung. Ich finde, dass die Gitarre in Deutschland jedenfalls als Instrument der klassischen Musik total unterbewertet ist. Das ist in anderen Ländern nicht so, aber hier ist es eben so. Und aus dem Grunde hatte ich so ein bisschen, ich sage mal, Missionsgeist, das mehr zu verbreiten, die klassische Gitarre mehr in die Breite zu bringen. In dem Vormittagskonzert ist eine gewisse Ausnahme bisher. Wir hatten noch nie Crossover-Musik. Das ist also Buck Wolters, der spielt. 90 Zuhörer hatten am Sonntagmorgen den Weg zum Schloss Sitten gefunden. Sie warteten gespannt auf Buck Wolters. Mit zwei Gitarren präsentierte er Musik aus den 60er und 70er Jahren. Mein Werdegang zum Musiker ist ja vielleicht für meine Generation nicht ganz so ungewöhnlich. Eigentlich bin ich so wie viele Leute aus meiner Generation über die Beatles und über die Rolling Stones und über selber Songs von denen nachspielen zur Gitarre gekommen. Eigentlich eher im Widerstand gegen meine Eltern. Ich bin ja selbst inzwischen Gitarrenlehrer und weiß, wie das heute läuft. Da sagen die Eltern, willst du nicht mal und wär doch mal schön. Zu Beginn des Konzertes spielte Wolters ein bekanntes Stück von Beatle George Harrison. Im ersten Teil werde ich tatsächlich Musik aus den 60er bis 70er Jahren spielen. Also George Harrison wird da einen großen Schwerpunkt haben. The Mamas and the Papas, California Dreaming, San Francisco, die alten Hippie-Hits. Natürlich durfte auch klassische Musik nicht fehlen. So erklang A Wider Shade of Pale, ein Stück, das auf den ersten 8 Takten einer Melodie von Johann Sebastian Bachs Aia aufbaut. Am Nachmittag musizierte das Essener Gitarrenduo. Das Duo Conspirito und Professor Tomasz Zawieruka wird am 29. August 2021 erwartet und ebenfalls für hochprofessionelle Gitarrenmusik sorgen.